An der Nordseeküste sind wir, DTM-Wochenende Nummer 5 im holländischen Zandvoort, mitten in den Dünen. Keine 100 Meter von hier ist die Strecke und die hat ein kleines Problem, denn wenn es 4 vom Strand den Sand fortweht, landet er meistens auf dem Asphalt und damit haben die Fahrer ein echtes Problem. Diese Rennstrecke fordert die Reifen wie keine andere. Enge, überhöhte Kurven mit viel Anpressdruck, viele Schläge, rauer Asphalt. Das Ganze in den Dünen, direkt hinter dem Strand. Was das bedeutet, erklären die Hankook-Ingenieure bei einer Pressekonferenz. Wenn wir hier von Sand auf der Strecke sprechen, meinen wir nicht nur den, der vom Strand herübergeweht wird. Auch direkt neben der Strecke ist hier nicht Kies oder Gras, sondern oft Sand. Das heißt, wenn ein Auto etwas neben die Strecke gerät, bringt es Sand mit auf den Asphalt und zusätzlich kommt noch der Sand vom Strand dazu. Also haben wir es mit 2 Gründen für den Sand zu tun. Einmal die Strandnähe und dann noch der Dünensand neben der Strecke. Das kann das Qualifying schon beeinflussen, denn die Bedingungen sind schwer vorhersehbar. Ja, ganz einfach. Wenn vor dir einer mal kurz die Strecke verlässt, schaufelt er die Sand auf die Bahn und das macht den Unterschied zwischen einem guten Qualifying oder einem durchschnittlichen. Nicht nur der Sand, auch die Windböen alleine können schon Probleme bereiten. Ich denke, so nahe an der Nordsee muss man immer mit wechselhaften Bedingungen rechnen. Es ist oft sehr windig, auch das ist eine Herausforderung. Du spürst den Wind im Auto, wenn er von vorne kommt, auch wenn er von hinten gegen den Flügel drückt. Und der Wind bringt meistens dann wieder Sand mit. Also die große Aufgabe hier ist, mit diesen Bedingungen klarzukommen. Immer konzentriert bleiben, gerade auf einer schnellen Runde. Sonst zerstört dir ein Windstoß plötzlich eine gute Zeit. Der Sand auf der Strecke bringt noch einen weiteren Stresseffekt für die Reifen. Durch den Sand kommt es oft zu Drifts in den Kurven und dabei wirkt der Sand wie Sandpapier auf die Reifen und erhitzt sie zusätzlich. Sand und Wind beeinflussen die Strecke permanent. Einzelne Abschnitte können sich schnell verändern. Ja, das gibt es hier. Die Renningenieure versuchen, den Wind auf der Strecke bestmöglich vorauszusehen. Manche Autos haben weniger Probleme mit dem Wind, manche mehr. Damit muss man leben. Man kann das nicht wegkonstruieren. Dagegen kann man nicht viel machen. Und trotzdem, fast alle Fahrer mögen Zandvoort. Eine schöne, schnelle Strecke, unruhiger Belag, kurze Auslaufzonen. Eine echte Herausforderung für Fahrer, Fahrzeugreifen und das Team, hier das Beste aus dem Wochenende herauszuholen. Zandvoort an sich ist ein kleines logistisches Meisterstück. Hier lang geht es Richtung Fahrerlager, da drüben ist die Zielgerade und direkt hier kommt die Strecke wieder zurück. Also alles sehr gut zueinander gebaut. In diese Richtung verschwinden wir jetzt. Das ist das Fahrerlager, dort gibt's jede Menge News. Zandvoort ist eine der großen traditionsreichen früheren Formel-1-Rennstrecken, die es in den Rennkalender der Formel-3-Europameisterschaft geschafft haben. In 3 actionreichen Rennen zeigten die Nachwuchspiloten, was sie können. Jetzt ist Halbzeit in der Saison 2016 und im Moment liegt der Kanadier Lance Stroll in der Gesamtwertung vorne. Warum ist Zandvoort bei den Teams und den Fans so beliebt? Tja, wer geht nicht gerne an den Strand? Sobald sich die Sonne dem Horizont nähert, spaziert man vom Fahrerlager durch die Dünen Richtung Meer und dann einfach dahin, wo es am lautesten ist. So findet man die Racing Beach Parties. Miguel Molina und seine Crew haben auch einen Grund zum Party machen. Der schnellste Boxenstopp beim vorangegangenen Event auf dem Norrisring bringt ihnen den Hankook Best Pitstop Award. Damit ist das Audi Team Up Sportsline wieder gut im Rennen. Im Vorjahr holte das Team aus dem Allgäu den Gesamtsieg. Nirgendwo pfeifen die Autos näher an der Hankook Hospitality vorbei wie hier in Zandvoort. Hier die Strecke hinter mir und keine 10 Meter davon entfernt die Hankook Hospitality, in der es an diesem Wochenende ein ganz spezielles Programm gibt. Und natürlich sind wir mit der Kamera dabei. Hallo und von harte willkommen bei der Hankook Tire Hospitality tijdens de DTM Races dit weekend in het prachtige Zandvoort. Hilke van der Scher ist als Hankook Sales Director Benelux sozusagen der Gastgeber hier in Zandvoort. Die große Hankook Hospitality im Zentrum der Strecke bietet viele Möglichkeiten, Gäste und Kunden zu unterhalten.
Für das holländische Hankook-Team ist das der Höhepunkt des Jahres. Yes, absolutely. Ja, für uns ist es aufregend, unsere tolle Hospitality hier stehen zu sehen. Wir können auch damit unseren Anspruch zeigen. Für uns ist das der Höhepunkt des Jahres. Das DTM-Event ist die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf unsere Marke und unsere Premium-Reifentechnologie zu lenken. Und wenn die Fahrzeuge ganz nah an der Hospitality vorbeikommen, kann man die Hankook-Reifentechnologie oft bei der Arbeit beobachten. Schließlich fahren neben der DTM auch die Formel 3 EM und der Audi TT Cup auf Hankook-Reifen. Ist die Strecke dann leer, kann man bei Hankook einige der Fahrer treffen und hier in Zandvoort auch ein paar spezielle Gäste. Wir halten unsere soziale Verantwortung für wichtig. Deswegen haben wir gerne Kinder hierher eingeladen, die von einer Stiftung hier in Holland betreut werden. Dort werden benachteiligte Jugendliche unterstützt und es wird viel getan, um ihnen eine positivere Zukunft zu ermöglichen. Give them a jump in the future. Vielfältige Aktionen also und viel Arbeit für die Hospitality-Crew und das Team Hankook Benelux von früh bis spät. Aber ein DTM-Fahrerlager ist immer auch ein Treffpunkt von begeisterungsfähigen Motorsportfans und alle würden den letzten Satz von Hilke unterschreiben. Wenn du das, was du tust, liebst und es gerne machst, dann spielt Zeit keine Rolle. Doesn't matter. Die DTM zu Gast an der Nordseeküste und in den Zandvoort Samstag geht mit Robert Wickens, ein Mercedes-Pilot, von Startplatz 1 ins Rennen, den er auch hält. Doch weiter hinten kracht es bereits nach wenigen Metern. Wickens Markenkollege Maximilian Götz schießt quer durchs Feld, nimmt Audi-Pilot Adrian Tombay mit, angeschoben das Ganze durch den BMW von Martin Tomczyk. Für Götz und Tombay ist der Arbeitstag viel zu früh vorbei. Und Tomczyk bezahlt seine Aktion mit einer Durchfahrtsstrafe. Keine Chance mehr auf Punkte. Was auch für Augusto Farfus gilt, der wenig später durch die holländische Botanik springt und sein Auto an der Leitplanke parkt. Auf diese Mitfahrgelegenheit hätte er wohl lieber verzichtet. In Führung noch immer Wickens vor Marco Wittmann und kurz vor Schluss Gary Paffett, dem es aber auch nicht gelingt, den BMW-Piloten einzuholen, worauf Christian Vitoris wieder Vordorf auf Rang 3. Dennoch triumphiert Mercedes in Gestalt von Robert Wickens. Der Kanadier siegt in souveräner Manier und beendet für seine Marke eine 6 Jahre lange Periode der Sieglosigkeit in den Niederlanden. 25 Punkte also für einen glücklichen Robert Wickens, inklusive intensiver Champagnerdusche. Auch am Sonntag pilgern die Zuschauer in die Dünen von Zandvoort und bei strahlendem Sonnenschein ist es jetzt Jamie Green, der von der Pole ins Rennen geht. Und der Audi-Pilot lässt auch beim Start keinen Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen, setzt sich an die Spitze vor gleich 3 Mercedes, Gary Paffett, Robert Wickens und Christian Vitoris. Vorne alles sauber, weiter hinten jedoch kommen sich Augusto Farfus und Timo Scheider in die Quere, letzterer kreiselt von der Bahn. Weil er das offensichtlich schnellere Auto hat, lässt Paffett kurz danach Wickens passieren. Und der macht nun Jagd auf Green. Doch so nah er auch herankommt an den Leader und manchmal sogar fast gleich auf ist, vorbei kommt er nicht. Also vielleicht mit Hilfe eines schnelleren Boxenstopps. Die beiden Führenden kommen gemeinsam zum Service, doch letztlich arbeitet die Audi-Truppe etwas schneller beim Aufziehen neuer Hankook-Slicks. Weiter hinten große Freude. Lukas Auer enthusiastisch über sein Überholmanöver gegen Martin Tomczyk. Doch damit genug der schönen Momente für Mercedes. Kurz vor Schluss fallen sowohl Wickens als auch Vitoris noch aus, sodass Jamie Green letztlich hochüberlegen gewinnt und den 13. Sieg seiner langen DTM-Karriere auch überschwänglich feiert. Und nicht nur diesen. Green nun nach 10 Rennen neuer Zweiter in der Meisterschaft, 7 Punkte hinter dem führenden Marco Wittmann. Hier, wo die Kitesurfer zu Hause sind, am westlichsten DTM-Standort des Jahres, ist das Wochenende nun auch schon wieder vorbei und es geht direkt zum östlichsten Punkt des DTM-Kalenders, nämlich nach Moskau. In 5 Wochen ist es soweit. Da meldet sich dann Hankook TV wieder. Das war's für dieses Mal. Wir gehen jetzt an den Strand und sagen Tschüss.